Handykameras sind mittlerweile richtig gut geworden. Und das Schöne daran ist, dass man sie immer dabei hat. Daher möchtest du wissen, wie man hiermit geile Ergebnisse erzielen kann. Aber eigentlich kommt es auf ganz andere Dinge an, da wie gesagt der Unterschied zwischen einer Handykamera und so einer Kamera gar nicht mehr so groß ist. Als erstes solltest du dir natürlich ein interessantes Motiv suchen. Am besten irgendetwas, das noch nicht so oft fotografiert wurde. Danach ist es wichtig, dass du mit deinem Handy gleich viele Einstellungsmöglichkeiten hast wie mit einer herkömmlichen Kamera. Dafür kannst du zum Beispiel eine App aus der Beschreibung herunterladen oder du wählst in deiner Kamera-App den Pro-Modus, falls dies möglich ist. Danach solltest du mit der Perspektive spielen und entweder nah an das Objekt herangehen oder dich einfach mal hinhocken. Es ist sinnvoll, da die meisten Bilder auf Kopfhörer fotografiert werden und gerade bei Sehenswürdigkeiten sehen dadurch die meisten Bilder gleich aus. Mehr Informationen dazu findest du in einem anderen Video, ich habe es oben rechts in der Infokarte verlinkt. Nun musst du auf deine Bildkomposition achten. Probier dein Hauptobjekt auf einer der Drittellinien zu platzieren. Zu diesem Punkt und vielen weiteren Möglichkeiten, dein Bild zu gestalten, findest du ein ausführliches Video in der Infokarte. Die letzte Sache ist nicht immer möglich. Probier zeitlich um den Sonnenaufgang oder Untergang herum das Bild zu machen. Da dort zum einen der Kontrast zwischen hell und dunkel nicht mehr so stark ist, durch lange Schatten Tiefen im Bild erzeugt werden und das Licht besonders schön aussieht. So ein Bild kann herauskommen, wenn du alle Punkte befolgt hast. Aber deiner Qualität sind natürlich keine Grenzen gesetzt und manchmal ist es eben besser, auch mal bewusst ein paar Regeln zu brechen. Das war's jetzt auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn ja, kannst du mir noch ein kostenloses Abo da lassen, um keine Videos mehr über das Filmen und Fotografieren zu verpassen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Bis zum nächsten Mal und ciao!